Sind alle okay? Dun ist verletzt. Mich hat's am Arm erwischt. Ja, mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Markus, die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch, warum? Stimmt. Nick, halt sie auf. Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Fürs Protokoll. Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Das ist unser Plan B. Okay, Leute. Oh mein Gott. Und jetzt bricht er. Das wird heftig. Möge ich mit euch Spaß haben. Das gibt's nicht. Okay, also die Optik ist scheiße. Wir nehmen eine ganz normale Optik, denn also eine offene Visierung. So. Wie? Ich habe keine Ahnung, wie ich sie ausschalten soll. Wenn ich jetzt ehrlich bin zu euch. OMG.
okay, okay. Haben. Puh. Okay, das war's. Hey, alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nässe. Du kommst echt nicht mit? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Stimmt. Der Flughafen ist da lang. Beeilung. Hey, Duni. Ach ja. Viel Glück. Man sieht sich. Und sag Tony, dass er eine Pissnecke ist. Hey, sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Das Feuer sieht frisch aus. Gut. Ich hab doch gesagt, dass du okay ist. Ihr Dad wird jetzt mit allem, was er hat, hinter uns her sein. Ich werde mir vorher abhauen. Ist noch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, immer fliegt das? Was hat du denn gemeint, als ich sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier am Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Was denn zum Beispiel? Ein Panzer. Schwarzmarkt-Armee-Kram. Panzer. Helikopter. Ich hab's gewusst. Sogar Flugzeuge hat er. Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich. Das ist es. Der alte Flughafen. Walter, der Flughafen ist da vorne. Wir müssen fix gegen einen Panzer kämpfen. Tja, und du warst echt mal ein Bulle? Naja, mein Dad war auch ein Cop. Echt jetzt? Kein gewöhnlicher Cop. Sagt dir die SDI was? Kubanische Geheimpolizei. Okay, okay, also, bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nennt. Sein Job war es, Häftlinge zu grillen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Cop geworden. Ein echter Cop. Tut mir leid. Sorry, dass nicht... Gut. Boomer, Tonys Leute sind schon da. Siehst du da ein Lagerhaus? Ja, ist blockiert. Kommst du da rein? Oh, Moment. Ja, ich hab da eine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. Oh mein Gott.
Gut. Es kommen Panzer. Ich verstehe nicht, wie viele Schüsse Samenpanzer braucht und wie viele Schüsse Mannpanzer braucht. Also. Aber gut. Ich habe gewusst, dass es nicht so einfach wird. Aber die Hebel sind halt jetzt. Ich mach schon, ich hänge. Sobald wir bei Kai und Tyson sind. Sag doch, ich hab's drauf. Unabhängigkeitstag. Aber na gut, das war's mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, haut rein. Ciao.